So, meine Freunde, wir kommen jetzt endlich zu Mannerlords. Das heiß begehrte Spiel auf Twitch und YouTube. Das Jahrhundert, keine Ahnung. Ich habe auch Bock. Ich habe Bock, haben schon eines gesehen. Wir gehen gleich rein. Na, wo bleibt denn Hallo YouTube Siphon? Aber wir müssen eigentlich schlafen, wa? Ja, also, wir gehen rein, Leute. Bis gleich. Neues Spiel. Ich bin jetzt echt gespannt, wie die Grafik ist, wenn man hautnah dabei ist. So, Name. Wir sind auf jeden Fall der der Lord March. Ne? Oder wollen wir so machen? Lord Marchi? Mir geht's gut, Ben, und wie geht's dir? Lord Marchi. Ne, wir machen nur Marchi. So. Priorität. Jetzt können wir uns hier so einen Typen aussuchen. Wie den Dicken. Passt er denn auch so ein bisschen zu mir? Wir nehmen hier, der sieht ein bisschen grimmig aus, böse. Wir nehmen den hier. Ich glaube, der ist auch böse. So, Wappen. Ist denn die Musik so gut oder ist sie zu laut? Geht eigentlich, wa? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Um den Lord-Titel zu erhalten, müsstest du durch Geburt in eine Familie mit bestehenden Lordschaftsstil kommen oder eine Ernennung durch das aktuelle Monarchenkönig Carsten III. Erhalten. Echt, ja? Hast du dich jetzt gerade da informiert? Hast du gerade gegoogelt? Oha. Hast du gerade gegoogelt, oder was? Okay, da bin ich kein Lord, meinst du damit, ja? Nimm mal wenigstens die Krone. Wenigstens irgendwas Cooles. Was ist das jetzt hier? Ja doch, hier so eine schöne, dicke Krone. Anzahl. Achso, oha, guck mal hier. Eine fette Krone in der Mitte. So, ne? Oder so. So, ein bisschen so rausstehend. Richtig schöne, fette Krone. Rot hinten. Sehr nice. Ich kann auch den Hintergrund noch ein bisschen machen. Ne, wir machen, glatt. So. Passt eigentlich ganz gut dazu, ne? Eine schöne Krone. Ah, hier kann man auch die Farbe ändern. Ah, okay. Mach mal den so in Schwarz-Weiß-Stil, war genau. Oder mach mal nur Grau-Stil. Oder nur Black. Ja, doch. Oh, so sieht das nice aus. Genau, sehr schön. Ein bisschen kleiner vielleicht noch. So. Ja, so ist gut. Machen wir erstmal. Let's go. Auch gut, dass ich schön bin. König Carsten, das Game ist jetzt schon cool. König Carsten. Ja, das Game, man kann auf jeden Fall viel einstellen hier. Man kann auch wohl sein eigenes Wappen kreieren und hochladen. Das ist auch geil, aber da fehlt mir halt die Kreativität. Aber egal, wir gehen rein. Let's go. So, wir machen jetzt hier, habe ich mich auch schon ein bisschen angeguckt. Man hat hier zwei Dinger, leicht, mittel, schwer und wir machen erstmal leicht. Wir wollen uns jetzt das Game anschauen. Ne? KI-Gegner sind in Arbeit. Es ist halt alles noch sehr entspannt. Ne? Also noch nicht viel am Start hier. Doppelt, Startvorräte doppelt. Standard. Wir machen mal auf Standard und erste Karte. Aufstieg zum Wohlstand, genau. Wir wollen ja hier Wohlstand haben. Oder machen wir entspannt. Mal erstmal entspannt machen und dann gehen wir auf normal und dann auf anspruchsvoll. Wir machen mal, ne, und dann haben wir auch die Startvorräte doppelt. Naja, man muss erst ein bisschen reinfuchsen. Wir wollen ja hier das Aufbau-Feeling erleben. Jetzt so wie bei Winter 2 Instant Hardcore. Das war nicht mit Absicht gewesen. Ich habe es nicht ganz verstanden, was ich da eingestellt habe. Ich habe das nicht ganz verstanden bei Winter 2.
So, starten, let's go. Wir gehen rein. Jetzt bin ich gespannt auf die Grafik, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, gespannt, gespannt. Da sind wir, Leute. Oha. Oh, es leckt ein bisschen. Warum leckt es jetzt? Liegt es am PC? Nee. Okay, das war der ein. Okay. Oh, nice, nice. Die Kameraführung ist auch schon mal. Oh, aber hier ist, liegt es an meinem. Das wird nicht aufgenommen, war? Ah, jetzt ist es weg, okay. Da war gerade so ein Grafikfehler. Soll ich mich mal ranzoomen hier? Oha. Ah, dafür bräuchte ich jetzt wieder eine richtig neue Maus, weil mein Rad ist ja kaputt. Also so halb kaputt. Guckt euch mal hier an, Leute. Man kann, wie weit man ranzoomen kann. Der Ochse. Sieht echt schön aus. Das sind meine zwei Arbeiter. Jakob und Nickel. Okay, wir gucken uns erstmal hier das alles an hier. Oh, sieht aber, ey, der Rasen. Oh mein Gott. Was heute schon so alles möglich ist. Ja, ich weiß, ich komme aus der Steinzeit. Da ist man halt ein bisschen mehr beeindruckt, als wenn man erst 12 ist und man so aufwächst mit der Grafik. Alles schon nice. Ich mach mal das Feuer an, wie das aussieht. Ist schon. Ja, okay, ist schon cool. Oha, Nickel geht zum Feuer. Ja, der ist aber noch ein dritten hier. Wer ist das jetzt hier? Beatrix. Achso, das ist ja irgendwie Dorf. Wieb. Wir lesen jetzt die Nachricht, Leute. Auf in goldenen Zeiten. Mann. Dachte, der bleibt da jetzt 24/7 stehen. Ich glaube, die mussten sich erstmal ein bisschen so warm, ne? Warm spielen. So, Siegbedingungen, Wachstum. Oh, ich muss auch viel lesen, habe ich schon mitbekommen. Worin andere Schwierigkeiten vermuten? Große Stadt, um den Sieg zu erringen. Na genau, wir machen mal ein bisschen Skippen. Lesen könnt ihr alle selber. In Manor Lords benötigt Familie Nahrung und Brennstoff. Oh, Brennstoff. Und Nasim, hallo, ich will meine 50k Kappa. Die bekommt man erst nach einer Stunde Zusehen, Nasim. Also immer schön in den Chat schreiben, dass du auch denn da bist. Dann hast du Money. Nein, man soll nur hier sein, wenn man Bock hat. Ne, man soll nur hier sein, wenn man Bock hat. Sonst macht das keinen Sinn. Was haben wir schon so viele hier? Oha. Ja, York. Nickel, wo kommen jetzt alle her hier? Otto, Ditz, Jakob, wo kommen jetzt alle her? Da hätten da noch mehr. Endres, Peter. Okay, überwache die Nahrung. Das ist unsere Nahrung hier. Oha, ist aber echt viel zu lesen, wa? Alles klar. Okay, was kommt jetzt für ein Fenster? Kein Fenster. Okay. Haben wir jetzt irgendein Ziel oder so? Obdachlosenheim, ah ja. Was macht man da in das ein Marktgame? Das ist ein Aufbauspiel. Ein Mittelalter-Aufbauspiel. Männerlords müssen Ressourcen in fast allen Fällen. Man kann ja auch Kämpfe machen. Ob wir heute schon zum Kampf kommen, müssen wir mal schauen. So, hier zwei Häuser, so, ne? Bauen. Oh, sehr schön. Alles klar. Baut mal die zwei Häuser. Bauholz muss mit Hilfe von Ochsen transportiert werden. Bewohner halten Ochsen automatisch. Okay, sehr schön. Dann machen wir mal jetzt ein Holzfällerlager, am besten hier hin. So, groß. Zack. Okay.
need to lift this beam to the roof. Brennholzhütte. Ich hoffe, die bauen es jetzt, ne? Sägewerk. Dann ist hier unten unsere Holzdings. Zack. Gucken, ob die das bauen. Kein Plan. Und hier haben wir jetzt schon Häuser. Oha. Guckt euch das mal an, Leute. That axe really needs some sharpening. Ah. Oh, macht mal ein bisschen Hop Hop hier, Leute. Hop Hop. Hop 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 Hop. He thinks it is. Or at least straight enough for this kind of work. So, Hochstätten. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Zufriedenheit hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Okay, sehr schön. Sieht aber auch fresh aus. Wo ist unsere Einwohnerzahl eigentlich? Da oben. Gesamtbevölkerung. 10. Sehr nice. Boah, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Mega, ja. Er ist schon idyllisch. Ja, ist jetzt nicht für jedermanns Sache zum Zuschauen vielleicht, keine Ahnung. Sowas macht halt immer mehr Spaß, wenn man es halt bestimmt selber spielt. Weißt du, was ich meine? Aber wir machen ja letztendlich daraus auch eine Folge. Denn wenn es sich jemand anschauen möchte, kann er sich das ja auf YouTube anschauen in Ruhe. Das sieht echt wunderschön aus. Aber Balken für Balken. Sehr schön. So, wann bauen wir jetzt hier hinten das hier? Hier haben wir jetzt Holzfällerlager. Holzfällerlager im Bau. Okay, also die machen erstmal vorne die Häuser. Da hinten oder was? Genau. Kann es auch schneller machen, glaube ich. Genau hier. Machen wir ein bisschen schneller. Wir machen ja auch ein bisschen langsam, dass wir hier auch nicht was Falsches bauen. Jetzt warten wir, bis die dieses Holzdings gemacht haben. Eine weitere Familienmitglied stieß einer Niederlassfamilie an. Oha, sehr schön. Bedürfnisse? Fragezeichen. Was ist das hier? Gemüsegarten. Ah, hier kann man jetzt auch die Höfe hinten machen. Guck mal hier, Gemüsegarten zum Beispiel, dass sie auch denn. Ah, siehst du, jetzt können die hier. Das ist echt cool gemacht, oder? Und dann brauchen wir noch einen Markt, glaube ich. Forsthaus, Jäger, Sammelhütte. Logistik hier. Speicher, Lagerhaus, Packstation, Anwenderbalken. Oha. Diesem Gebäude werden keine Familien zugewiesen. Warum? Wählt das aus und weist ihr eine Familie zu, wenn ihr mit Produktions beginnen möchtet. Diesem Gebäude wurden keine Familien zugewiesen. Welchem Gebäude? Dem hier? Warum nicht? Da wohnt keiner drin, oder was? Hier machen wir jetzt Hühnerstall. Bock, 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 bock. Ruhig, Leute, ruhig.
Doch, die arbeiten doch hier. Oh, guckt euch mal die Hühner an, Leute. Bock, bock, bock. Sieht doch voll geil aus, ey. Okay, haben wir jetzt hinten das Holzlager schon gebaut? Ja, sehr schön. Sind ja voll dabei hier. Aber wie viele Details? Das ist echt krass, oder? Es soll auch von den Meinungen der anderen Leute, oder von den größten YouTubern, eins der besten Aufbauspiele, also jetzt noch nicht die besten, klar, weil da noch viel fehlt, aber auch von der Physik und Grafik und alles, ist das schon die Zukunft, ne? Wie denn die nächsten Bauspiele werden könnten. Wahnsinn. Weil hier ist auch alles so rot. Ungeschützte Waren. Wir müssen im Lagerhaus gebracht werden. Ja, stimmt. Lagerhaus, das ist eine Packstation. Ihr Lagerhaus bauen wir jetzt gerade. Okay, sehr schön. Sehr nice. Gamespaß, guten Morgen. Vor 3 Minuten aufgestanden. Sehr schön, Gamespaß. Wie geht's dir? Alles schick? Was haben wir jetzt hier noch? Obdachlosigkeit. Oh mein Gott, das ist echt komplex. Ich blick da noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt hier welche zugewiesen. Machen die jetzt auch Holz? Ah, da hier Holzlager 1. Wo ist unser Holz? Ah, hier ist unser Holz. Nicht zugewiesen. Familien ohne zugewiesenen Arbeitsplatz errichten Gebäude und kümmern sich um den Transport von Holz, Bauholz. Mit Hilfe eines Ochsens. Ochsen, okay. Okay, jetzt hat das Lager haben sie auch schon weggeräumt. Sehr schön. Du hast 14 Familien. Wo steht das denn? Ah, hier, das hier, was? Gesamtbevölkerung 14. 5 Familien der Stufe 1. Ne, 5 Familien haben wir. Da steht, stimmt, da. 5 Familien der Stufe 1 haben wir jetzt insgesamt. Und insgesamt 15 Menschen. Okay. Ich kann ja hier Leute zuweisen. Okay. Achso, hier sieht man jetzt so da. Guck mal jetzt hier. Nicht zugewiesen 1. Ah, hier. 5. Ja, hier. Guck mal hier. Hier sind zugewiesen und einer nicht. Okay. Das heißt, wir können auch einen zuweisen. So. Jetzt haben wir hier alles verbraucht. Haben wir jetzt überall einen drin? Da ist einer drin. Man blickt da schon ein bisschen durch langsam. Hier ist einer drinne, da ist einer drinne. Hier ist einer drinne, sind jetzt die 5, die hier, ne? 5. Und dann haben wir hier die Wohnräume. Perfekt. Passt doch. 5 Arbeitsplätze, 5 Wohnräume. Mega, läuft der Hase. Dir fehlt eine Wohnung. Stimmt. Wie eine Familie. Okay, okay, okay. Wollen wir dir noch eine Wohnung geben? Oder da. Ah, hier ist jetzt der Marktplatz. Aber dann gehen wir da noch eine Wohnung. Ja. Yes. Dann mal gucken, wo wir da hinbauen. Ah, ist schon echt cool, wenn man es auch noch ein bisschen schöner macht, denn. Weil das gefällt mir jetzt nicht hier, weil die Häuser jetzt hier nicht an der Straße sind. Die hätten jetzt hier sein müssen, an der Straße. Bis und hinten die Höfe. Vielleicht können wir es nochmal ändern irgendwie. Keine Ahnung. Ah, wir haben kein Baumaterial. Kostet 4. Also damit kein Garten, wa? Und man kann auch bauen ohne Garten. Wir machen mal so hier. Ein bisschen testen, wenn es ohne Garten ist. Was dann passiert? Einfach nur die Häuser, dass sie auch was zum Wohnen haben. Kann nicht jedes Haus einen Garten haben. Nicht zugewiesene Familien werden für Bauarbeiten benötigt. Achso, jetzt müssen wir wieder Platz schaffen hier. Machen wir mal hier einen raus. Jetzt können wir hier bauen gehen, genau. Sei ein Herzensmensch. Ja. Natürlich. So noch 6 Monate Nahrung, aber ich weiß noch nicht, wie sie jetzt Nahrung machen hier. Ich glaube, ich muss einen Marktplatz bauen, oder?
Und wo ist unser Holz? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hier ist unser Bauholz. Holzlager. Wo ist unser Holz? Nahrung? Baumaterial 98. 35 Bretter. 40 Stein, okay. Und was braucht man denn? Kann man jetzt eigentlich theoretisch auch hier noch an den Häusern noch was ranbauen? Dinger? Nee, das geht nicht. Okay, man kann halt nicht erweitern, wenn man es einmal gebaut hat. Hofstätte 1. Baukosten 2. Baukosten 4. Da steht immer Baukosten 4. Baukosten 2. Aber ich sehe nicht, meine Baukosten sehe ich nicht. Mein Baumaterial. Da Bauholz 3. Die machen so viel Bretter, wa? Ihr Sägewerk. Macht mal jetzt die Bretter nicht weg hier, Leute. So, wegmachen. Machen wir mal wieder hier einen rein. Die verarbeiten die ganzen Bretter hier. Die ganzen Dinger. Dann schaue ich Stream und baue Minecraft Freizeitpark weiter. Macht das Game Spaß? Macht einen coolen Freizeitpark, genau. Aber wo stand das? Eine Familie wünscht eine größere Marktfläche für ihren Stand. Ja, wir machen jetzt hier, machen wir Markt hin. Genau, warte mal kurz. Marktplatz. Das ist Markt hin. Oh, das sieht aber auch geil aus, der Markt, ne? Zugewiesene Familie errichten automatisch Stände. Solange genügend Platz vorhanden ist, bewegt der Mauszeiger über bestimmte Kategorien an. Die Marktbedürfnisse jeder Hofstätte sind Marktplatz um nächsten sind, werden zuerst entdeckt. Hab ich verstanden, okay. Jetzt brauchen wir wieder eine Familie. Bauen wir jetzt hier. War es ziemlich dunkel jetzt, wenn es dunkel ist. Holz haben wir 10. Jetzt 5. Hä? Ziemlich dunkel, wenn es regnet und gewittert hier. Ziemlich grau hier alles. Oh, jetzt, achso, das ist jetzt ein Marktplatz. Jetzt kommen die hier hin. Und machen jetzt hier ihre Sachen, verkaufen sie jetzt so. Ist ja geil. Was verkauft der? Der verkauft jetzt Brennholz oder was? Auf Lager? Brennholz 5 Sachen. Und die verkauft Eier. Ist ja cool. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie man unsere Nahrung da oben kriegt. Oder ob das jetzt die Nahrung ist hier für die Bewohner. Ob sie sich selbst versorgen müssen. Wir haben noch 24 Brot, Leute. Ja. 24 Brot. So. Dann machen wir so hier. Da haben wir 2 Felder. Dann haben wir ohne Felder. Ah, aber man braucht echt aber viel Platz, wa? So. Okay. Das Gebäude ist fertig. Windmühle. Oh, sehr schön. Ich habe aber nur ein Dings übrig. Nicht zugewiesene Familien werden für Bauarbeiten benötigt. Ach so. Die waren noch nicht fertig. Ach, wir haben noch gar nichts. Ach so. Ohne Weizen kein.
Weizen, Gerste, Weizen. Aber wir brauchen auch Korn. Hier steht Korn. Wo kriegt mein Korn her? Mehl? Ja, Korn. Oder wird das Weizen zu Korn gemacht? Ja, Weizen zu Korn. Dann, hier das hier. Boah, das ist aber eine richtige Produktionsreihe hier. Okay. Dann sollten wir jetzt alles haben, was wir jetzt mal brauchen für Essen. Baut mal das Teil hier. Gebäude allgemein. Genau, baut mal. Weil Nahrung ist mal wichtig, weil der Rest kann man alles noch später machen. Nahrung ist erstmal wichtig, dass wir hier immer Nahrung haben. Allgemein Lager voll. Okay. Krankheiten. Menschen, die an einer Krankheit leiden, legen möglicherweise ihre Arbeit nieder. Zu Kräutern kann gesund beschleunigt werden. Eine Abwechslungsernährung. Okay, Kräutern. Eieiei. Krankheiten auch noch am Start. So, wenn das Ding hier fertig ist, dann sollten wir langsam mal die Produktionsstätte hier fertig haben, war. Aber ich weiß noch nicht, wie man mehr Leute rankriegt. Weil hier haben wir immer nur 5. Immer nur 5 Familien. Wie kriegt man mehr Familien ran, Leute? Lern von mir. Siehst du? Was siehst du? Ey, dass es dir schneller geht, das wusste ich die ganze Zeit schon, du Holzbirne. Aber, ne, egal. Da ja vorhin auch schon angemacht. Lern von mir, sagt er. Dann sag mal, wie man hier mehr Wohner kriegt. Wir haben jetzt hier 3 Häuser, die leer stehen. Wie kriegen wir jetzt hier Bewohner rein? Hm? Erzähl mal. Bedürfnisse nicht erfüllt. Hofstädte für 2 generieren 1 pro Monat. Die Bedürfnisse der nehmen zu. Damit die bumsen. Deswegen meine ich, mach das schneller, damit die bumsen und dann Kinder bekommen. Meinst du so? Wird man fortpflanzen hier? Funktioniert das so, ja? Meinst du, das ist so gemacht? Quatsch. Das ist immer noch ein Spiel. Denke ich nicht. Man braucht ja auch neue Familien und nicht dieselben. Oh! Oh, da hat das was aufgeploppt. Stopp! Wir haben jetzt eine Familie mehr, Leute. 6 haben wir jetzt. Haha, haben die jetzt gebumst? Ich glaube, die ziehen ein, wenn man hier was erfüllt, ne? Ich glaube, die ziehen automatisch dann ein. Wir gucken mal. Beide Fläche 0 von 26. Oh, jetzt kommt der Winter, war, oder? Dezember, ja. Scheiße. Und wir haben gar nichts, ey. Oh mein Gott. Oh, der Schnee kommt jetzt so. Guckt euch doch an, wie der Schnee hier hinkommt, ne? Auch geil gemacht. Da. Wie langsam hier. Ja, das ist echt gut gemacht, oder? Langsam der Schnee jetzt hier kommt. Ja. Jetzt versinkt unsere Stadt im Schnee, meine Freunde. Ohne Vorräte für Essen. Oh nein.
tiefster Winter jetzt so. Oh, wie schnell das geht. Mal gucken, ob wir den Winter überstehen. Wir haben Fleisch 4. Okay, Fleisch geht nach oben. Das ist echt gut. Das Fleisch rettet so ein bisschen. Echt gespannt, ob am nächsten im Frühling hier weitergeht. Aber ist auch gut gemacht. Man muss halt ein bisschen überlegen, dass man hier halt nicht dauerhaft Essen bekommt, nur halt im Sommer. Das macht doch Sinn, oder? Überlebe das erste Jahr. Oh, wenn das erste Jahr überlebt. Okay, sehr schön. Das erste Jahr, meine Freunde. So, und ob wir es schaffen, hier Nahrung zu machen. Ob das Teil hier funktioniert im nächsten Sommer. Weiß ich nicht. Wir werden es noch herausfinden. Ob wir das nächste Jahr noch überleben. Ein Jahr haben wir es geschafft. Nahrung ist zwar schon ein bisschen am Ende. Aber wir halten uns noch ein bisschen. Das sehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Genau, meine Freunde. Beim nächsten Mal.